Und jetzt stehe ich auch mit ihr, Kuka, vor den wunderschönen Handtaschen. Und schon habe ich es ausgesprochen, dass Eheringe drauf sein könnten. Und schon ist es fertig. Also toll. Wie hast du das so schnell geschafft? Das ist eine meiner Stärken. Ich kann die Träume der Frauen von den Augen ablesen und sie verwirklichen. Hey, super. Ich gebe die Tasche mal ab, weil ich habe noch was ganz anderes Interessantes entdeckt. Und zwar ein Schuh. Und nicht nur ein Schuh. Und nicht nur, doch ein Schuh, aber nicht nur ein Schuh. Weil er ist super bemalt. Also ich sehe nicht nur Handtaschen, sondern auch Schuhe können bemalt werden. Ja, dem Bemalen sind keine Grenzen gesetzt. Also es gibt dann auch noch eben für die moderne Frau dann noch iPhone-Cases und iPad-Cases und alles, was das Frauenherz wünscht. Dessous? Könnte man auch noch, ja, aber die sind dann vielleicht etwas steif. Oder in Leder. So Leder-Corsage und so habe ich auch schon gemacht. Ja. Na, das sind doch mal Neuheiten. Was haben wir hier noch für nette Handtaschen, die du da in der Hand hast? Ich kann doch einfach, wie ich vorher gesagt habe, man kann die Struktur fühlen. Also da merkt man wirklich, da ist Farbe drauf. Und das Schöne daran ist, wenn man im Museum ist, kann man ja die Bilder nicht angreifen. Hier ist Angreifen erwünscht und erlaubt. Und das ist zum Beispiel noch ganz was Spezielles. Das ist eben die Leinwand-Kollektion. Die sind wirklich aus bemalter Leinwand, wie ein normales Bild. Und statt dass man sie einfach in den Rahmen gibt, wird sie dann einfach eine Tasche draus genäht und man kann sein Bild quasi mitnehmen.